Das Antikriegsradio im Querfunk wie jeden dritten Sonntag im Monat. Ich bin jetzt am Telefon verbunden mit Dr. Peter Strutinski. Dr. Peter Strutinski ist eine Kapazität in der Friedensbewegung. Er ist beim Friedensratschlag Kassel federführend, schon seit Jahrzehnten, wie gesagt. Aktuell hat der Bundesausschuss des Friedensratschlags eine Erklärung rausgegeben, eine Stellungnahme gemacht zur aktuellen Entwicklung in Mali. Mali ist jetzt ein Land, was für Deutsche nicht besonders bekannt ist. Mali ist ein Land in Westnordafrika. Und das ist ein wahnsinnig großes Land. Allein dieses Kriegsgebiet der Norden Malis ist größer als Frankreich und Spanien zusammen. Dort gibt es verschiedene Parteien, die jetzt Einfluss nehmen. Und das ist eine ziemlich komplexe Situation. Da gibt es zum einen eine ehemalige Regierung, dann gibt es ein Militär, das geputscht hat, dann gibt es Tuaregs, die gerne ihre Autonomie erlangen würden, und dann gibt es Islamisten, die jetzt besonders im Fernsehen immer wieder verschrien werden als die eigentlichen kriegerischen Kräfte. Herr Strutinski, können Sie da ein bisschen Licht in diese vielen Strömungen bringen? Das ist schwer, hier wirklich eine befriedigende Antwort auf die verschiedenen Strömungen dort zu bekommen. Vielleicht machen wir es uns etwas leichter, wenn wir zunächst einmal die Tuaregs beschreiben. Die Tuaregs sind eine Ethnie, ein Volksstamm, der im Norden Malis, aber nicht nur da, sondern auch in Algerien, in Libyen, also in angrenzenden Ländern, ein nomadenhaftes Leben führt. Und die Tuareg haben seit der Unabhängigkeit Malis eigentlich immer dafür gekämpft, mehr Autonomie von der Zentralregierung in Mali zu erhalten, was ihnen verweigert wurde. Überhaupt muss man sagen, dass 1960, als Mali die Unabhängigkeit erhalten hat, es war ja eine französische Kolonie, den Norden sozusagen mit eingeheimst hat, und zwar auf Drängen der alten Kolonialmacht, die damit die Tuareg-Interessen damals schon von Anfang an verraten hat. Und aus dieser Zeit rühren sozusagen die Konflikte, die Interessenswidersprüche zwischen dem Norden und dem Süden. Das ist die eine Konfliktlinie, die wir haben. Die anderen Konfliktlinien sind teilweise hinzugekommen, aber nicht erst seit einer Woche, als die Franzosen dann gedacht haben, jetzt müssen wir einen Krieg gegen die Islamisten führen, sondern auch das hat schon eine etwas längere Geschichte, dass nämlich arabische Stämme, islamistische Gruppierungen in Mali tätig geworden sind, auch in den angrenzenden Ländern tätig sind, also in Mauretanien, im Tschad, in Niger, und dass diese islamistischen Gruppierungen, davon gibt es auch verschiedene, es gibt nicht nur eine Bewegung, verschiedene Parteien, die sich teilweise auch selbst nicht grün sind, also sich bekämpfen, dass die versuchen, insgesamt im Maghreb und in der Sahelzone an politischem Einfluss zu gewinnen. Und dieses Gemisch sozusagen aus widerstreitenden Interessen und aus verschiedenen, teilweise gegeneinander gerichteten politischen Konstellationen, dieses Gemisch meint nun Frankreich oder der französische Präsident und sein Militär mit einem Kriegsabenteuer einfach beenden zu können. Und das ist die Lüge, die da in die Welt gesetzt wird. Jetzt ist es ja so, dass die Berichterstattung in den deutschen Medien an und für sich pro-französisch ist. Also jemand, der das auch nur annähernd so mal dargestellt hat, wie Sie jetzt gerade eben für unsere Zuhörer das gemacht haben, gibt's ja eigentlich gar nicht. Man sagt einfach, da gibt's islamistische Rebellen, die gehören einer draufzukriegen, und dann wird die Demokratie schon wieder hergestellt werden. Letztendlich, sagen Sie aber auch, verbergen sich ganz eigene französische Interessen hintendran. Es geht, salopp gesagt, um Uran und um einen der größten französischen Atomkonzerne der Welt.
Das ist richtig. Dieser Konzern heißt Areva. Das ist der drittgrößte Nuklearkonzern der Welt. Der hat die Exploitationsrechte in Niger. Es geht also vor allem um nigerianisches Uran. Und Niger ist natürlich bedroht aus Sicht Frankreichs oder dieses Konzerns, wenn in Mali die islamistischen und die regierungsfeindlichen Strömungen die Oberhand gewinnen würden, so dass man jetzt versucht, natürlich auch im Interesse dieses Konzerns diesen Krieg zu führen. Hinzu kommt, dass Frankreich auch noch Interessen in Mali selbst hat. Es geht dort auch um Uran, also Mali hat selbst auch Uranvorkommen und es geht noch um eine ganze Reihe anderer Edelmetalle, beispielsweise Gold, was im südlichen Landesteil gewonnen wird und wo auch französische Konzerne, übrigens auch deutsche Firmen mit beteiligt sind. Also das sind schon ökonomische Interessen, die durchaus eine Rolle spielen, aber wir dürfen das nicht nur auf ökonomische Interessen reduzieren, sondern es geht insgesamt, denke ich, in diesem Kampf oder in diesem Krieg auch darum, dass der Westen, und da spielt jetzt Frankreich eine führende Rolle in diesem Fall, dass der Westen der Auffassung ist, gegen islamistische Bestrebungen, und da wird dann immer Al-Qaida dahinter vermutet, gegen islamistische Bestrebungen mit Krieg, also mit dem sogenannten Krieg gegen den Terror vorgehen zu können. Auch das ist eine Lüge, eine Lebenslüge sozusagen, die seit 11 Jahren in Afghanistan verbreitet wird, die auch im Irak verbreitet wurde, die in Libyen verbreitet wurde. Überall meinte man mit einem Krieg, mit einer Intervention, mit Militär, diese Gefahr des Islamismus bekämpfen zu können oder Menschenrechte, Demokratie importieren zu können in solchen Ländern. Und in allen Fällen, wo der Krieg gegen den Terror militärisch geführt wurde, ist nichts erreicht worden. Im Gegenteil, Terroristen gibt es heute mehr als noch vor 11 Jahren. Und die Unsicherheit, gerade in der nordafrikanischen Region, in der Sahelzone, ist heute größer, die Instabilitäten sind größer geworden als je zuvor. Und ich denke, auch diese französische Intervention wird mit dazu beitragen, dass diese ganze Region destabilisiert wird. Wir sehen das ja jetzt schon, wie sich sozusagen dieser Konflikt dann ausbreitet auf Nachbarländer. Algerien ist ein wirklich gutes Beispiel. Das hätte man eigentlich auch schon vorhersehen können, dass das dort weitergeht, weil eben dort auch sowohl die Tuareg als auch die Islamisten schon lange Stützpunkte haben. Und so wird das dann auch weitergehen. Was jetzt deutlich rauszuhören war bei dem, was Sie gesagt haben, ist, dass Sie die Aggression Frankreichs ganz heftig verurteilen. Jetzt sind Sie ja auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine der Kapazitäten der Friedensbewegung. Sie kennen sich auch bei Deeskalationsstrategien wunderbar aus. Was hätten Sie denn so einem Land wie Mali oder vielleicht sogar einer französischen Regierung empfohlen, wie man mit so einer verfahrenen Situation, wie sie ja nach dem Putsch letztendlich doch irgendwie war, wie man mit so einer Situation umgehen kann? Also einer französischen Regierung hätte ich auf jeden Fall empfohlen, die Finger von Mali zu lassen, einfach weil es sich nicht schickt für eine alte Kolonialmacht, jetzt mit Krieg, mit Militär wieder in einem alten Kolonialgebiet einzufallen. Das ist einfach, das gehört sich nicht, das gehört sich politisch nicht, das ist einfach Unfug, was hier gemacht wird, auch wenn Frankreich oder Paris behauptet, die malische Regierung, die sich übrigens nicht auf eine Mehrheit in der Bevölkerung stützen kann, die ja auch selbst wiederum durch einen Putsch, der im Frühjahr letzten Jahres stattgefunden hat, an die Macht gekommen ist, dass diese malische Regierung die Franzosen gerufen hätte. Das ist keine Garantie dafür, dass man dort besonders beliebt ist. Also es gehört sich nicht, als alte Kolonialmacht dort einzufallen. Das Zweite ist, es gehört sich nicht, und es ist politisch ein Fehler, wenn man Terrorismus, Islamismus, das wird ja beides meistens identisch gesehen, wenn man das mit Krieg zu bekämpfen meint. Das ist schiefgegangen, dafür gibt es eben die historischen Beispiele, die ich vorher schon aufgezählt habe, Afghanistan, Irak, Libyen. Das ist keine politische Option.
Wir müssen, ich glaube, dazu müssen wir auch kommen in der öffentlichen Debatte. Wir müssen uns eingestehen, dass man mit Krieg keine Probleme löst. Wir müssen zweitens aushalten, dass bestimmte Konflikte in solchen Regionen, wo wir sozusagen die Nachwirkungen der Kolonialzeit ja noch erleben, dass solche Konflikte in solchen Regionen länger andauern und auch gewaltförmige Erscheinungen haben, ohne dass man von außen dort tatsächlich etwas ändern kann. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Es geht nicht von außen dort auf die Schnelle, indem man Militär hinschickt, jetzt dort die Gewalt zu beenden, sondern das ist ein Prozess, den die malische Bevölkerung tatsächlich selbst aushandeln muss. Was wir von außen nur tun können, das ist, dass wir auf Gewalt von außen verzichten und das ist, dass wir Angebote machen in Bezug auf Vermittlung, in Bezug auf Verhandlungen, in Bezug auf Entwicklungshilfe, in Bezug darauf, dass man an anderer Stelle dafür sorgen, dass beispielsweise irgendwelche Drogenwege, Transportwege unterbunden werden, aber nicht in Mali selber. Dort sind, ist die malische Bevölkerung für sich verantwortlich. Ich glaube, das ist ganz schwierig einzusehen, auch für Menschen, die wirklich guten Willens sind und die jetzt keine Interessen dort verfolgen, weil sie denken, verdammt nochmal, dort ist ein Gewaltkonflikt und da müssen wir doch jetzt unbedingt helfen. Es gibt Situationen, wo man tatsächlich von außen erst einmal nicht helfen kann. Jetzt wird aber von außen jedoch auch Einfluss genommen. Ein großer Teil der dort kämpfenden Bevölkerung ist ausgestattet worden mit Waffen noch aus Zeiten von Muammar Gaddafi. Andere sind ausgestattet worden von Arabischen Emiraten und Ähnliches. Das heißt, selbst wenn eine französische Regierung sich zurückhält, andere nehmen ja doch Einfluss drauf. Das ist richtig. Das ist aber auch unsere Verantwortung. Der größte Waffenlieferant an die islamistischen Kräfte ist Katar. Und nun ist Katar einer der engsten Verbündeten des Westens. Das heißt, man kann nicht auf der einen Seite sagen, das ist schlimm, wenn dort die Islamisten mit Waffen beliefert werden, und auf der anderen Seite aber dann dasjenige Land, das dafür verantwortlich ist, als einen Stabilitätsfaktor im Nahen Osten feiern und mit dem die besten Beziehungen zu haben. Ähnlich ist es mit Saudi-Arabien. Saudi-Arabien wird ja nun auch mit Waffen von uns aus beliefert, weil Saudi-Arabien angeblich für Stabilität in dieser Region sorgt. Und jedermann weiß, der es wissen möchte, dass Saudi-Arabien und eben die Vereinigten Arabischen Emirate, die Sie genannt haben, dass das die Länder sind, von denen sozusagen diese Islamisten in dieser Region von Somalia bis nach Mauretanien versorgt werden, gepusht werden, am Leben erhalten werden und eben mit Waffen beliefert werden. Das heißt, wenn wir da wirklich auch etwas tun wollen, dann hat es keinen Sinn, zusätzlich mit Militär und mit Waffen in solche Konfliktgebiete hineinzugehen, weil das ja nur zur Eskalation beiträgt, sondern wir müssen dann auf diejenigen einzuwirken versuchen, die diese Waffen dorthin bringen. Und in dem Fall muss man dann eben sagen, okay, dann brechen wir mit Katar, dann brechen wir mit Saudi-Arabien, dann betreiben wir eine andere Politik in dieser Region. Herr Dr. Studinski, herzlichen Dank für Ihre Analysen, herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme. Ich wünsche Ihnen für die AG Friedensforschung und für den Bundesausschuss Friedensratschlag weiterhin eine erfolgreiche Arbeit. Alles Gute. Vielen Dank.